Ah, ihr seid schon da. Sehr schön. Ich heute hier ganz in Grau. Ganz nach dem Sinne von Roy Black. Ganz in Grau mit einem Blumenstrauß. Allerdings habe ich keinen Blumenstrauß, sondern nur Informationen für euch. Und ich glaube, es ist euch lieber als ein Blumensträußchen. Bloch sagt immer vor seinem Intro, bleibt dran, es wird gut. Oder das Video wird gut, sage ich natürlich nicht, weil ich keinen anderen Kanal nachahme, sondern ich mein eigener Kanal bin. Und deswegen sage ich, bleibt dran, es wird gut. Peace und Hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Pünktlich zum Drehbeginn hat mein Nachbar angefangen mit dem Rasen zu kämpfen mit seinem Rasenmäher. Ja, es ist so, leider, aber es ist ein Benziner und deswegen ist alles gut. Oder auch nicht. Ich habe unheimlich viele Zuschriften gekriegt. Ich habe mal in einem Video meine Wallbox vorgestellt und habe mal in einem Video gezeigt, wie man ladet. Trotzdem kommen noch jede Menge Fragen per Mail oder auch in die Kommentare. Ich soll es mal ein bisschen genauer erklären, auch die Box. Und das wollte ich jetzt hiermit machen. Noch ein kleiner Hinweis, eigene Sache. Ich schalte ja keine Werbung mehr und ich habe auf allen Videos, die bis jetzt waren, und das sind über 210, glaube ich, habe ich die ganze Werbung rausschalten lassen, weil mir die Bevormundung von YouTube, wenn man ein Video schaltet, beziehungsweise Werbung schaltet, und dann wird man ziemlich harten Regeln unterzogen und man wird auch gesperrt, wenn man zum Beispiel Scheiße sagt. Da ich jetzt keine Werbung mehr mache, können sie mich auch nicht mehr sperren, weil ich das jetzt gesagt habe. Ich lasse mich nicht bevormunden, deswegen keine Werbung in meinen Videos. Ich glaube, es ist ziemlich der einzige größere, kleinere Kanal, der keine Werbung schaltet. Solltet ihr trotzdem eine Werbung sehen hier in dem Video, die eingeblendet wird oder die dann mittendrin aufploppt oder Werbecut kommt, bitte schreibt es mir das in die Kommentare, weil das möchte ich wissen. Tja, heute geht es um Laden mit dem E-Auto. Das meiste, was man hört, ist, wenn man ein E-Auto kauft, was brauche ich denn alles, um daheim laden zu können? Erst einmal braucht man ein E-Auto, zweitens mal braucht man Strom. Und das jede Menge davon. Ja? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man ladet. Möglichkeit Nummer 1 ist der gute alte Schuko-Stecker. Den habe ich, Moment, hier habe ich so ein Teil. Das ist bei meinem Auto dabei gewesen, die Grundausstattung ist es. Das ist einmal, mein Auto hat nämlich einen Typ 1 Stecker. Das ist hier dieser. Das ist so ein kleiner runder Scheißer hier. Das ist der Typ 1, den wird es so nicht mehr lang geben, schätze ich. Ja, also der ist eigentlich ja am Aussterben. Es ist der erste Dinosaurier in der E-Mobilität. Schademo und dieser Typ 1. Und dann haben wir hier ein Kästchen, das ist dann so dieses ganze Schaltzeug, was da drin ist, also der Manager und die Überwachung, dass das nicht so heiß wird und Fehlerstrom, dann schaltet der aus und so weiter. Der kann das alles und da ist der Schuko-Stecker. Und man sieht anhand von dem Teil, ich habe den noch nie gebraucht, weil das ist für mich keine Alternative zum Laden. Ja, es geht. Man kann mit einem Schuko-Stecker und einer normalen Steckdose, wie ich es hier links und rechts am Carport habe, kann man den natürlich laden. Maximal mit 2,3 Kilowatt. Allerdings ist das nicht für die Dauer. Die Steckdose wird ziemlich warm. Und auch wenn es draufsteht, dass es kann, heißt es noch lange nicht, dass es kann. Sie kann es vielleicht eine Stunde oder zwei, vielleicht auch drei, vielleicht auch vier, aber wenn du so ein E-Auto vollladest mit diesem Teil, je nach Größe von der je nach Kapazität vom Akku, dann kann es schon mal 24 Stunden dauern. A, bringt es euch nichts, B, bringt es der Steckdose nichts, weil irgendwann mal läuft sie davon und dann ladet die gar nichts mehr. Also das ist eine reine Notversorgung, würde ich sagen. Dann habe ich noch
einen Tipp für euch, solltet ihr trotzdem mit der Schokolade, nehmt immer nur dieses Kabel. Wie sowas zum Beispiel. Von sowas rate ich absolut ab. Nicht laden, tut das nicht. Es hat zwar hier einen Ein- und Ausschalter und angeblich auch hier für irgendwelche so Art FI-Schalter, für Überlastungen und so weiter. Dem würde ich nicht vertrauen. Auch ist das natürlich eine Kabeltrommel. Und diese Kabeltrommel, wenn man schon sowas benutzt, darf man die Kabeltrommel nie so einstecken, wie es jetzt ist. Weil das Kabel wird warm. Durch die Windungen da drin wird das Kabel immer wärmer. Es kommt keine Luft rein zum Kühlen. Und irgendwann mal wird es so warm, dass man sich, wenn man Glück hat, noch von der Feuerwehr aufwecken lassen kann über Nacht. Also, auch sowas nicht nehmen. Nicht unbedingt. Also, ich rate ab. Auch wenn es gehen sollte, ich würde es nicht machen. So, dann braucht man, wenn man eine Wallbox will, braucht man einen sogenannten Starkstromanschluss, also 400 Volt. Den habe ich mir rauslegen lassen, weil ich nun natürlich, wie ich hergezogen bin, jetzt ziemlich genau, also morgen ganz genau 5 Jahre, habe ich nicht dran gedacht. Tja, damals war ich noch nicht auf E-Auto, ich bin vorher aus so einer Art, ja, es war keine Mietwohnung, es war schon eine Eigentumswohnung, aber es war halt so in einem großen Gebäude mit Tiefgarage, da war kein Anschluss für Strom oder sowas und deswegen habe ich eigentlich nie an ein E-Auto gedacht, erst seitdem ich so wohne, wie ich jetzt wohne. Die haben mich noch gefragt beim Bau, brauchst Starkstromleitung nach außen? Und ich natürlich, kluger Focker wie ich bin, nee, brauche ich nicht. Doch, brauche ich. Das habe ich aber danach erst gewusst und deswegen habe ich es danach rauslegen lassen. Das hat die Kosten ein bisschen erhöht, aber jetzt auch nicht so viel. Ich habe mich für eine Wallbox entschieden, die von meinem Elektriker hier aus dem Ort kommt. Jetzt ist es kein normaler Elektriker, sondern es ist einer, der die Boxen selber baut, selber programmiert und die Software auch selber entwickelt. Das ist nicht einer, der irgendwo was bestellt, fertig konfiguriert und klatscht es einfach hin. Nein, sondern der macht das wirklich von Grund auf selber. Wenn es euch interessiert, kann ich mal mit ihm einen Termin ausmachen, dann kann man mal sehen, wie sowas zusammengebaut wird. Keine Ahnung, ob es euch interessiert, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Diese Box war nicht ganz billig. Warum, zeige ich euch jetzt. So, ich hoffe, es geht mit der Beleuchtung hier noch einigermaßen. Das ist eine Wallbox. Die ist angeschlossen, man sieht sie, ich weiß nicht, ob man sieht, ein bisschen hier leuchtet sie grün, das heißt, sie ist bereit. Wenn ich lade, leuchtet dann dementsprechend leuchtet sie blau. Warum habe ich diese Box genommen und kein zum Beispiel Juicy Boost oder wie sie alle heißen? Weil ich mehr verlange von dem Teil als von einem Juicy Booster. Auch wenn ihr davon begeistert seid und wenn das Teil richtig gut ist, aber meine Anforderungen hat dem nicht ausgereicht. Ja? So, ist jetzt vielleicht anders, weil jetzt gibt es schon wieder einen neuen, aber das Ding ist ja auch schon mittlerweile 3 Jahre da. Also vor 3 Jahren hat sowas eigentlich noch selten gegeben. Das ist eine E-Charge, heißt das Teil, und das Besondere ist, dass dieses Teil 2x11 Kilowatt laden kann gleichzeitig. Und deswegen wollte ich das, weil ich schon immer gewusst habe, dass ich irgendwann mal, also nachdem ich mein E-Auto gekauft habe, mir dann irgendwann mal ein zweites kaufe, weil wir 2 Fahrzeuge brauchen. Und meine Frau hat dann noch einen Polo Diesel gefahren und dann gesagt, der, wenn er mal ausläuft vom Leasing, dann kommt er weg und dann kriegst du von mir auch ein E-Auto. Und so geschehen. Deswegen wollte ich eine Box, die 2 Ausgänge hat. 1, 2. Man sieht schon, die Kabel sind unterschiedlich dick. Warum, erkläre ich gleich. Dieses Kabel ist ein einphasiges Kabel, weil mein Kia Soul EV nur einphasig laden kann. Deswegen reicht mir der. Ja, das ist dann nicht ganz so starr. Ja, es ist leichter zum Händeln, das Teil und so weiter. Ich habe an dem Teil auch einen aussterbenden Typ 1 Stecker dran. Weil meiner eben im Wechselstrom Typ 1 ladet, mit einem Typ 1 Stecker ladet. Mein Auto kann stufenlos regulieren bis maximal 7,4 Kilowatt. Deswegen habe ich hier nur ein Phasig, weil ich die restlichen 2 rein theoretisch nicht brauche. Bis 7,4 komme ich dann noch drauf. So, lang genug, dass ich da locker anstecken kann.
Dann haben wir hier noch ein Kabel. Und das ist ein dreiphasiges, man sieht, und es ist schon gar nicht mal so flexibel, das ist schon ein bisschen starrer und gampert, sagt man bei uns in Bayern. Und sieht hier Typ 2, weil das Auto von meiner Frau Typ 2 kann. Meine Frau hat ein Kona Electric, vielleicht weiß der eine oder der andere das, kann aber auch bloß einphasig laden. Warum habe ich dann hier einen dreiphasigen Stecker? Weil ich denke, dass das die Zukunft wird. Ich weiß nicht, was wir mal für ein Auto holen, wenn die auslaufen, dann werden wir wahrscheinlich ein Typ 2 Steckerauto holen, ja, und das wird wahrscheinlich dreiphasig laden. Deswegen habe ich hier schon vorbereitet und hier braucht man was anderes Kabel ranhängen und dann hat man im Endeffekt, wenn man will, auch dreiphasig. Genau. Ich habe es hier schon ein bisschen zusammengerollt. Man sieht schon, es ist gar nicht so einfach mit dem Kabel, dass das einfach, es ist einfach ungampert. Das ist einfach ein Zeichen. Das ist, ja. So, ich habe hier auch hier zusammengerollt und das heißt nicht, weil ich vorhin gesagt habe, man soll es ja nicht zusammengerollt laden. Wir laden nicht zusammengerollt, sondern das wird komplett auseinandergeklüstert. So. Besonderheit von dieser Wallbox ist, wie gesagt, ich kann damit zweimal 11 kW laden, gleichzeitig. Und das finde ich klasse. Deswegen habe ich die geholt. Das sind eigentlich im Endeffekt zwei Wallboxen. Der Preis ist so um die 1800 Euro plus Mehrwertsteuer. Es ist viel, aber es sind ja wie gesagt zwei. Zusätzlich kommt jetzt der Postbote. Jetzt ist er wieder weg. Zusätzlich kann man das Teil noch App überwachen, weil ich das eben wollte, dass man, die Autos können es nicht, damit kann ich quasi über App, wenn er im WLAN verbunden ist, geht nur über WLAN, kann ich das Teil steuern. Ich kann sagen, pass auf, jetzt schalt ein, jetzt schalt aus, bitte erhöhe die Leistung. Die kann man nämlich stufenlos erhöhen, so von, keine Ahnung, 1 Kilowatt bis maximal 7,4 Kilowatt einphasig. Doch, man darf 7,4 Kilowatt laden einphasig. Wenn viele vielleicht sagen, das darf man gar nicht. Doch, man darf, wenn man dem Netzbetreiber Bescheid sagt. Und der sagt dann, okay, das haben wir aufgeschrieben, das passt, du darfst das. Sollte nämlich in der Nachbarschaft nochmal eine Wallbox hinmachen, auch mit einem Einphasenlader, dann kann der ihm sagen, pass auf, wenn er den anmeldet. Wir haben schon im L1, L2, L3, je nachdem, haben wir schon eine Belastung durch ein E-Auto. Bitte nimm eine andere Leitung, dann funktioniert das auch wieder wegen der Schieflast irgendwie. Ich bin auch kein Wissenschaftler, kein Astronaut, kein Raketentechniker und kein Elektriker. Deswegen erkläre ich das alles mit meinen Worten. Vielleicht hilft es euch auch weiter. Besonderheit auch von diesem Teil ist, wir haben die mit meiner PV-Anlage verbunden. Das haben wir nachträglich gemacht. Die PV-Anlage habe ich jetzt seit einem Jahr. Und diese PV-Anlage hat eine Besonderheit. Normalerweise ist es ja so, also die Wallbox geht im Endeffekt mit Kabelgedöns bei mir in den Stromkasten rein. Die Solaranlage geht mit Kabelgedöns in den Stromkasten rein. Wir haben es anders gemacht. Der geht schon in den Stromkasten, klar, weil ich habe vor 3 Jahren habe ich die installieren lassen und wusste jetzt nicht, ob ich eine PV-Anlage habe oder nicht. Mal. Ich wollte zwar eine mal irgendwann, aber dass es jetzt so schnell gegangen ist, hätte ich mir auch nicht denken können. Jetzt sind wir aber nicht mit der PV-Anlage in den Stromkasten reingegangen, sondern wir sind von der PV-Anlage, gehen wir direkt in die Leitung von dem rein. Und diese Stromleitung von hier bis zum Stromkasten nehmen wir für die PV-Anlage gleich zusätzlich mit dazu. Warum? Das Ding ist ja mit 22 kW ist ja das gut bestückt. Mein PV kann im Peak 6,7 Kilowattstunden laden. Das heißt, 6,7, 22 hat man schon einen Unterschied. Das heißt, die Leitung hält das locker aus. Wir haben das so geschalten, dass wir Ökostrom laden können. Das heißt, wenn wir auf Öko schalten, dann nimmt der nur den Strom, den er auch wirklich von der PV-Anlage bekommt. Wenn die Sonne scheint, bis zu 6,7 Kilowatt Peak, meistens weniger, so 5, 5,5, je nachdem, und pünktlich zur Präsentation, und wenn ich jetzt zum Filmen angefangen habe, hat es zugezogen, das heißt, jetzt kriege ich fast keinen Strom, ein bisschen minimal, aber zum Herzeigen reicht es.
Der nimmt im Endeffekt den Strom und knallt alles in das Auto rein. Das Haus hat eine Grundlast, meistens so um die 90 Watt. Die benutzt er natürlich auch, die gibt er im Endeffekt auch den Strom von der PV-Anlage ins Haus ab, sodass ich nichts rausziehen muss aus einem normalen Netz. So, wenn ich jetzt drin die Kaffeemaschine einschalte, reduziere den Ladestrom vom Auto automatisch, sodass ich keinen Fremdstrom brauche. Wenn zum Beispiel eine Wolke sich vor die Sonne schiebt und damit auch die Leistung von der PV-Anlage runtergeht, regelt er nach. Das heißt, mein Auto zieht nicht stur 3,6 oder 7,4 Kilowatt, sondern er regelt durch die Box. Die Box sagt dem Auto, du, ich habe jetzt aber bloß so viel, du kriegst auch nur so viel. Und wenn ich wieder mehr habe, kriegst du mehr. Wenn die Waschmaschine läuft, kriegst du weniger. So dass ich eigentlich, wenn die Sonne scheint und mein Auto lade, keinen einzigen Watt aus dem Festnetz rausholen, aus dem Stromnetz rausholen. Und das finde ich klasse. Das wollte ich so. Da wir zwei E-Autos haben und die Anlage nur 6,7 Kilowatt Peak kann, schaffen wir es natürlich nicht, beide Autos volle Leistung zum Laden. Deswegen kann ich die beiden Autos herstellen, einstecken und kann dann auf Öko schalten und dann teilt sich dir die zwei Autos den Strom von der PV-Anlage. Und wenn ich dann noch sage, welches Auto Brio hat, kann ich nämlich einstellen, kann ich dem Auto, das Brio hat, ein bisschen mehr zuschustern als dem anderen. Das kann alles diese Box. Deswegen zahle ich gern diese 1800 Euro plus Mehrwertsteuer. Ich habe da noch einen kleinen Rabatt gekriegt. Hat man gemerkt, ja, aber ist jetzt nicht so, dass er jetzt dann bloß noch 2,50 Euro und der Wurstsemmel kostet, sondern da muss man schon Geld hinlegen. Ich habe es bis jetzt nicht bereut. Sie funktioniert seit 3 Jahren, macht sie super, einstecken, perfekt. Mehr kann man eigentlich nicht verlangen. Die Daten habe ich unten noch mit reingeschrieben, auch den Bezug, wo ich es her habe. Das heißt, von meinem örtlichen Elektriker. Hadi Baut heißt die Firma. Und ich selber kann sie nur empfehlen. Deswegen ist es zwar trotzdem eine Werbung und ich schreibe auch hier irgendwo Dauerwerbesendung rein, weil ich halt nicht will, dass mich irgendeiner anpisst. So, wenn ihr das bei dem bestellt, riecht es einen schönen Gruß von mir aus. Das heißt jetzt nicht, dass das, keine Ahnung, einen Haufen günstiger kriegt oder überhaupt günstiger, das weiß ich nicht, aber er soll schon sehen, dass wir ein bisschen zusammenhalten. Ja? Ich kriege auch nichts dafür, das heißt nicht, dass der dann anrufen soll, Volker, du hast jetzt 10 solche Boxen oder wie hier dir, haben jetzt 10 Leute so eine Box gekauft, dafür gibt es einen kleinen Obolus. Nein, ist nicht. Ja? Ich bin nicht käuflich, das will ich nicht, das habe ich noch nicht und das werde ich auch nicht. So. Die Handy-Anbindung bzw. die Web-Anbindung für PC, Handy oder Tablet kann ich euch zeigen, aber da sieht man jetzt nichts Besonderes dran. Das war die Box. Ich kann dann die nochmal ein bisschen von der Nähe zeigen. Und ja, sollten Fragen sein, schreibt es runter. Sollten keine Fragen sein, schreibt nichts drunter. Und wenn es euch gefallen hat, schaut mich wieder und wenn nicht, dann nicht. Gut, und ich habe jetzt auch gemerkt, dass ich dieses Mikrofon, wo ich den Empfänger da habe, gar nicht eingeschalten habe. Das heißt, wenn der Ton schlecht war, dann kommt es vom Osmo Pocket. Ja, Volker, der war mal wieder richtig gut. Ja, also das ist, aber damit sage ich dann, wenn er Noob bleibt Noob, auch wenn er toll aussieht, ist es halt einfach nur ein schöner Noob. War ein Witz. Servus, sagt Locker, euer Volker.